Ich hatte das ja alles erstmal ganz falsch eingeordnet. Ich hatte diese Ereignisse in Sachsen ganz falsch interpretiert. Ich dachte ja, in Klausnitz hätten sich 100 Rechte verabredet, um zu hetzen und Flüchtlinge einzuschüchtern. Es war aber offenbar alles ganz anders. Das waren offenbar alles ganz harmlose Bürger, die einfach nur neugierig waren, sagt zumindest der Organisator des Busprotestes. Irgendwo sehen, wer kommt. Und mehr auch, war eigentlich gar nichts irgendwo in irgendeiner Sinne geplant oder irgendwas. Das war eine kurzfristige Aktion. Ganz kurzfristige Aktion. Die haben sich kurzfristig dazu entschlossen, die Flüchtlinge zu bedrängen. Nein, bedrängen, Quatsch, nein, auch das war ja gar nicht so. Wir haben den Bus ja auch nie umringt oder irgendwo. Wir haben den ringsum gestanden, ja. Ringsum gestanden? Das ist was ganz anderes als umringen. Wir haben auch nicht gebrüllt, wir haben uns einfach laut unterhalten. Ja, und es sind auch keine Neonazis, nein. Ich meine, sieht der Typ aus wie ein Neonazi? Nein, er heißt zwar Carsten Hetze, aber dafür kann er nun wirklich nichts. Aber dieser Mann, das ist innerlich ein Hippie, der gerade beim Achtbarkeitsseminar gestört worden ist. Sie wollten nur mal gucken, wer da kommt. Ja, was glaubt ihr denn, wer da kommt? Hä? Ausländische Investoren, die sagen, hey, wir wollen 500 Arbeitsplätze schaffen. Wir suchen nur gerade nach einer Gegend, in der hauptsächlich gewaltbereite Vollpfosten wohnen, die Ausländer hassen. Außerdem, ich finde bemerkenswert, dass dieser Kerl sich irgendwie uninformiert fühlte, dass er nicht genau wusste, wer da kommt. Ja, natürlich wusste er das. Der Leiter des Flüchtlingsheims ist schließlich sein Bruder. Das ist Thomas Hetze. Und der ist in der AfD. Inzwischen musste er seinen Job als Heimleiter aufgeben. Thomas Hetze hat ja im November in Freiberg eine Rede gehalten, in der er die Asylpolitik der Bundesregierung als Verbrechen bezeichnet hat. Hat aber selber ein Asylbewerberheim geleitet. Das heißt, er hat sich dafür bezahlen lassen, bei der Organisation eines Verbrechens mitzumachen. Sowas kenne ich sonst nur von der Mafia. Und Carsten Hetze, also der Organisator des Protestes, der wiederum arbeitet ja für eine Firma, die Container für Flüchtlinge liefert. Ja, habe ich bei Spiegel Online gelesen. Hier, da steht es ja auch. Metallbau Hetze steht auf dem LKW und hier, es fährt sie am Steuer der Carsten. Wahrscheinlich hat auch er eine gespaltene Persönlichkeit, auch so eine Schizo-Hetze. Wahrscheinlich haut er sich für seinen Job jeden Abend selbst eine rein. Die Hetzes von nebenan. Eine schrecklich rechte Familie. Und die Polizei. Ja, die Polizei sorgt für das i-Tüpfelteam. Die Polizei sagt ja, sie würde jetzt gegen einige Flüchtlinge ermitteln, weil diese Flüchtlinge die Neonazis provoziert hätten. Die sind wirklich auf Zack bei der Polizei. Die passen auf. Demnächst der Polizeiruf 000 aus Klausnitz. Ich verstehe das richtig. Die Flüchtlinge sind schuld, weil die friedlichen Klausnitzer durch aggressives Weinen und provozierende Angst erst auf die Palme gebracht haben. Ja, so war es anscheinend. Und es hat ja offenbar sogar ein Flüchtling, ich kann es fast nicht aussprechen, ein Flüchtling soll ja sogar einen Stinkefinger gezeigt haben. Da könnte ich auch für nichts garantieren. Wenn mir einfach jemand den Stinkefinger, wie kann denn das sein, dass so ein Flüchtling einen Stinkefinger zeigt? Das ist doch das Hauptproblem. Warum kriegen die Flüchtlinge nicht an der Grenze erstmal den Stinkefinger abgenommen? Und als Reaktion darauf hat sich dann der wütende, schimpfende Mob formiert. Ja, das war eine Reaktion. Die können sich ja inzwischen sehr schnell organisieren. Sie wundern sich vielleicht, wie die das schaffen. Nein, das machen die inzwischen per App. MyMob. Ne? Für die problemlose Organisation von Pöbeltreffs.